Heute wird es richtig spannend. Richtig spannend. Und zwar folgendes, pass auf. Drogen, selbst, herstellen. Alter, was eine Aussage, oder? Drogen selbst herstellen. Wie kommt dieser Mann auf die Idee, dass man Drogen selbst herstellen kann? Erster Fehler, was gerade passiert, du denkst an die falschen Drogen. Ihr denkt an die falschen Drogen. Ihr wisst ja noch gar nicht, welche Drogen ich meine. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe mit einem scheiße geilen Thema. Wisst ihr auch warum? Weil diese Drogen, um die es jetzt geht hier, die sind so geil. Die sind so geil. Die sind so mega. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie genial das ist, wenn man genau diese Droge nutzt. Es ist fantastisch, dieses Gefühl dabei. Dieses Wohlbefinden, diese Harmonie, die innerlich entsteht. Diese Energie, die diese freisetzen. Boah, es ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich, ihr Lieben. Ja, und wisst ihr, was noch spannender ist? Die kosten keinen Cent. Die sind völlig frei von Nebenwirkungen. Und jederzeit verfügbar. Ist das nicht geil? Ist das nicht sensationell? Welcher meinen wir denn da? Da gibt es eines, das allererste, das ich euch, ich werde schon ganz unruhig, das ich euch jetzt erzählen möchte, das ist mega. Und zwar durch eine Gestik, die wir jederzeit zur Verfügung haben, können wir dieses Hormon produzieren. Dieses Hormon senkt den Blutdruck, sorgt für innere Ausgeglichenheit und lässt uns super wohl fühlen. Wir lassen uns einfach fallen und fühlen uns so wohl, so angenehm warm wird es uns ums Herz, so wohlig, und es zaubert uns ein Grinsen ins Gesicht. Es sorgt dafür, dass der Muskeltonus runtergeht, es sorgt dafür, dass wir komplett entspannt sind. Ich meine das Kuschelhormon Oxytocin. Ja, Freunde, das gibt es. Googelt mal nach Oxytocin, das ist ein Kuschelhormon, ein Wohlfühlhormon, das ist sensationell. Und wisst ihr was? Ich nutze diese Scheiße dreimal am Tag. Nein, das ist keine Scheiße, das ist geile Scheiße. Ich nutze es dreimal am Tag. Sensationelles Hormon. Meine Frau morgens kommt aus dem Bett, ist noch richtig schön verschlafen. Dann sage ich so, komm mal hier, mein Liebes, komm mal zu mir. Okay, und dann kommt sie zu mir, nehme ich sie in den Arm. Richtig schön den Arm nehmen. Also richtig die Arme um sie rum. Dann legt sie hier den Kopf hierher. Und dann spüre ich, wenn sie ausatmet, wie schwer sie wird. Und dann kuschelt sie sich hin. Und dann spüre ich an der Körpersprache, wie sie komplett nochmal entspannt. Sie kommt frisch aus dem Bett, ist eh noch entspannt. Dann entspannt sie nochmal. Dann machen wir das 1 bis 2 Minuten. Halte ich sie im Arm, Fresse halten, nichts sagen, einfach. Probiert's aus. Freunde, wenn ihr jetzt gerade lacht, da gibt's nichts zu lachen. Probiert's aus. Das ist sensationell. Das machen wir in der Regel dreimal am Tag, denn ich habe den Vorteil, dass wenn ich zu Hause bin, nicht weg bin, dass ich morgens, mittags und abends genau das tun kann. Und ich tue das auch. Warum? Jetzt wird's interessant, das dürft ihr nicht weiter sagen. Weil ich ein kleiner egoistischer Sack bin, weil es mir gut tut. Weil es mir gut tut. Natürlich tut es meiner Frau auch gut, natürlich tut es meiner Tochter auch gut. Meine Tochter ist gerade im pubertären Alter. Die ist da nicht immer so einverstanden mit dem Papa, der sie in den Arm nimmt. Das ist nicht immer so lustig, aber zwischendurch ab und zu macht sie es. Und auch da ist es so, wenn sie loslässt, wenn sie es zulässt, dann spürt man, wie der Körper schwer wird, wie sie sich fallen lassen. Das ist so mega. Und wenn ihr das jetzt ausprobiert, ist es wichtig, dass ihr entspannt seid. Denn die Entspannung von euch geht über in die Person gegenüber euch. Es muss nicht eure Frau sein, es muss nicht euer Kind sein. Es kann ein Freund sein, eine Freundin, unter Männern ein bisschen schwierig, weil
Wir Deutschen haben ja ein bisschen Berührungsängste, wenn es um Männer geht, aber auch da ist wirklich mal so, ihr müsst euch als Männer nicht auf die Schulter klatschen, dass die Wirbel rausfliegen, denn das ist immer so ein Zeichen, ich bin nicht schwul, ich habe nichts mehr an der Mut. Deswegen hauen sich die Männer immer ordentlich auf den Rücken drauf, dass du denkst, die brechen jetzt gleich in der Mitte auseinander. Müsst ihr nicht machen, sondern versucht es einfach mal. Menschen in Südländern, da ist es normal, Umarmung, Küsschen rechts, Küsschen links, da werden schon Oxytocine produziert, weil sie wissen, dass es gut ist, sie wissen es nicht bewusst, aber unterbewusst weiß man es, wissen die es und es tut ihnen gut. Und das gilt auch für uns. Wir können diese Hormone selbst produzieren. Dreimal am Tag, ihr benötigt nur 1 bis 2 Minuten dazu und alles ist gut. Sorgt für Entspannung, sorgt dafür, dass der Cortisolwert im Körper sinkt, dass der Adrenalinspiegel runterfährt, sorgt für muskuläre Entspannung, sorgt für Gehirnentspannung, sensationell, und reguliert sogar den Blutdruck. Fucking geil, oder? Nummer 1. Oxytocin, ich schreibe es in Deutsch hin, Kuschelhormon. Kuschelhormon, Oxytocin. Okay, die Nummer 2. Auch das haben wir im Griff. So, also wenn wir schlecht drauf sein wollen, dann müssen wir einfach nur immer in der Vergangenheit leben und uns da Dinge vorstellen, die uns nicht gelungen sind, Stressmomente, Menschen, mit denen wir gestritten haben, müssen wir uns nur reinversetzen. Was passiert? Wir fühlen uns tatsächlich schlecht, weil wir dieses Szenario noch einmal durchleben. Man kann den Spieß umdrehen und kann sich auch an schöne Dinge erinnern. Und das ist der Herausforderung, denn wir Menschen neigen dazu, durch ständiges Grübeln, durch ständiges Hochziehen alter Situationen uns in der Vergangenheit zu befinden. Und das sorgt dafür, dass wir für ganz schlechte Phasen im Moment in der Gegenwart sorgen. Für Unglück in der Gegenwart. Deswegen ist es gut, wenn ihr das eine könnt, könnt ihr auch das andere. Kleines Beispiel. Wenn ihr träumt, was habt ihr? Was haben wir? Wir haben Bilder im Kopf. Im Traum haben wir Bilder im Kopf, teilweise völlig verwirrt. Und meistens passiert es ja auch oftmals morgens vor dem Aufstehen, dass wir Träume haben. Wir wachen auf und fühlen uns elend, fühlen uns schlecht, komplett schlecht. Warum? Weil diese Bilder im Kopf produzieren exakt die gleiche Emotion, wie wenn wir es live erlebt hätten. Diese Emotionen, die dadurch entstehen, ist nichts anderes wie das Muster der Hormone, die entstanden sind. Denn in dem Moment, wo wir träumen und diese Bilder in unserem Kopf sind, entstehen exakt die gleichen Hormone. Haben wir einen Stresstraum? Haben wir Stresshormone? Haben wir einen negativen, furchtbaren, krassen Traum? Ist unser Cortisolwert hoch? Unsere ganze negative Hormone ziehen nach oben? Haben wir ein Flucht- und Kampfszenario? Ist unser Adrenalinspiegel, nur Adrenalinspiegel nach oben, obwohl wir es nicht live erlebt haben? Nur unser Gehirn hat noch einmal diese Situation durchlebt. Und das können wir auch umdrehen, indem wir ganz einfach dafür sorgen, dass wir bei unseren zum Beispiel kleinen Meditationseinheiten, dass wir zum Beispiel uns nur kurz Zeit nehmen und uns mal Gedanken machen, was haben wir in den letzten Wochen, Monaten für schöne Erlebnisse gehabt. Und diese Erlebnisse ziehen wir uns wieder rein in unser Gehirn, und das ist auch wieder mit Bildern verbunden, weil wir haben ein Bild dazu. Wenn du zum Beispiel im sportlichen Wettbewerb gut warst, hast du ein Bild dazu. Wenn du im Beruf einen Erfolg gehabt hast, hast du ein Bild dazu. Hast du mit deinem Kind ein tolles Erlebnis gehabt, hast du ein Bild dazu. Hast du mit deiner Frau ein tolles Erlebnis, was ich jetzt nicht wissen möchte, dann hast du ein tolles Bild dazu. Und jetzt gehen wir her, schließen die Augen. Schließ die Augen. Und jetzt ziehen wir uns das Bild hierher. Ich stelle mir vor, ich hatte vor kurzem ein geiles Gespräch mit einem Coach von mir, der mega erfolgreich ist, sein Burnout ist weg, er muss keine Medikamente mehr nehmen. Und in dem Moment sehe ich das Bild, sein Grinsen, seine Körpersprache, sein Elan, seine Motivation, seine Vitalität. Und was passiert mit mir? Meine Mundwinkel gehen nach oben, weil diese Situation so mega war. Jetzt versetze ich mich zurück in die Vergangenheit. Und denke an einen schönen sportlichen Erfolgsmoment. Yes, 2010, Mr. Universum in Griechenland, auf der Bühne. Wow, ich kriege Gänsehaut, ich kriege Gänsehaut. Die Bilder fliegen ein. Bilder sind da. Ich stehe auf der Bühne, Platz 3, nicht mein Name. Kurze Sendepause. Und den zweiten Platz belegt
Nicht mein Name. Fucking war das geil. Fuck. Und ich habe Gänsehaut den ganzen Körper hoch und runter. Und ich sehe die Bilder von mir. Ich sehe, wie ich den Pokal in die Hand nehme. Ich sehe, wie ich meinem Zweitplatz in meinem härtesten Konkurrent ever die Hand gebe. Ich sehe, ich spüre dieses Gefühl. Und ich schaue raus durch das Zelt und sehe im Mondschein den Olymp. Tatsächlich, weil ich war in Griechenland und konnte den Olymp sehen. Und dann habe ich meinen Pokal hingestellt. Bin ins Meer. Das Meer war direkt hinten dran. Habe mich im Meer reingelegt und habe gesagt, Halleluja, war das geil. Freunde, und was passiert jetzt in dem Moment? Ich bin überschüttet mit den tollsten Hormonen. Dopamin, ein Belohnungshormon. Dopamin, ein Belohnungshormon. Serotonin, ein Wohlfühlhormon. Hier, Belohnung. Belohnungshormone. Dopamin, Serotonin. So geil, so geil. Das nächste ist, ich stelle mir vor, ich habe eine harte Leistung zu verbringen. Ich habe sportliche Leistung zu machen oder auch im Business. Ich muss abliefern. So, jetzt stelle ich mir die Szenario vor. Im Kampf, ich bin im Kampf. Ich habe schon mal sowas erlebt. Ich habe abgeliefert. Ich bin der Hero. Ich habe es geschafft aufs Podest, sei es beruflich, sei es privat, sei es im Sport. Ich war auf dem Podest, ich habe abgeliefert, habe ein Projekt maximal gepusht, maximale Performance. Yes! Und ich stehe auf dem Podest, wenn es nur mein Podest ist, in meinem Kopf und habe die Siegerpose. Ja, und was passiert? Adrenalin kommt. Dieses mega mächtige Hormon, das uns aktiviert. Adrenalin ist ein Aktivierungshormon. Nummer 3. Aktivierungshormon. Aktivierungshormon. Alter, Adrenalin, Noradrenalin. Yes! Ich habe die Leistung, yes, ich habe die Power. Und was passiert? Ich liefere ab. Und auch dafür muss ich mir nur wieder die Situation vorstellen, die Bilder in den Kopf projizieren. Oder ich schaue mir ein Motivationsvideo an, ich schaue mir Eye of the Tiger an, beziehungsweise die Szene, wo diese Musik kommt. Ihr kennt solche Szenen. Ich höre mir amerikanische Motivationsspeaker an, The Lonely Wolf. Es kommt in meinem Ohr, yes, Energy. Wenn ich bei Dirk Kräuter auf die Bühne gehe und war Szenario in der Westfalenhalle in Dortmund, wow, Licht geht an. 10.000 Leute stehen und gucken dir zu, es ist ruhig. Wisst ihr, was ich davor gemacht habe? Richtig, mich motiviert. Ich war hinten, Augen geschlossen, ich hatte schon mehrere Auftritte, viele Auftritte zu dem Zeitpunkt, ich glaube schon 40 Auftritte. Mehr sogar. Dann erinnere ich mich zurück an Berlin. Berlin. Berlin 2018 im Februar. Standing Ovation. Die Leute sind von den Stühlen. Die haben mich gefeiert, die haben gesungen. Ich mache die Augen zu. Ich denke an diese Bilder. Ich höre dazu Eye of the Tiger. Freunde, ich bin da raus auf die Bühne und gedacht, die Welt gehört mir. Ich bin der King, ja. Warum soll man das nicht machen? Dieses Potenzial haben wir. Das ist in unserer Birne, zwischen den Ohren, dem melonengroßen Teil hier, 1280 bis 1340 Kilo. Da steckt so viel Kapazität drin. So viel Energy. So viel Macht. Das ist uns unglaublich. Wir sind Herr unserer Drogen. Drogen selbst herstellen. Kuschelhormon, Belohnungshormon, Aktivierungshormon. All das können wir. All dafür haben wir alle Rohstoffe im Körper. Wir haben sie. Natürlich, klar, müssen wir dazu ausgeschlafen sein. Natürlich müssen wir da in uns ruhen. Natürlich brauchen wir da Mental Power. Und das kriegen wir, das können wir. Und das habt ihr, das kennt ihr schon von mir, wie ihr da hinkommt. Durch eine gesunde Ernährung, durch regelmäßigen Sport, durch Mindset, durch Achtsamkeitszeiten bekommt ihr das. Und wenn ihr das alles könnt, und dann in euch geht und diese Hormone produziert, seid ihr der King. Ihr könnt ins Universum die Delle schlagen. Ihr seid der Hero. Jeder kann das sein. Jeder hat diese Macht, jeder hat dieses Potenzial. Was ist für mich anders wie von dir? Ich bin organisch das gleiche System wie du. Mein Gehirn ist fast das gleiche wie du, mehr oder weniger.
Die Frage ist, wie nutzen wir dieses System? Das ist die Frage. Und da gibt es ganz viele Trainingsmöglichkeiten. Die Trainingsmöglichkeiten, die es dir gibt, habe ich gerade schon erwähnt. Wir sind Herr unserer Gedanken. Wir haben das Potenzial, mit unseren Gedanken Bilder zu produzieren. Wir haben das Potenzial, mit unseren Gedanken, mit unseren Denkmustern, mit unseren Glaubenssätzen, können wir für uns die Welt neu erschaffen. Wenn ihr jetzt denkt, der dreht total durch. Nein, er dreht nicht total durch. Ich bin völlig real in diesem Leben. Ich erlebe es jeden Tag bei mir immer wieder. Ich erlebe es bei meinen Coaches, wenn die von mir motiviert werden, wie sie gegenüber von mir sitzen und wachsen, größer werden, stärker werden, größer werden, stärker werden. Wie sie ihr Potenzial entdecken, ihr Potenzial, was schon seit Jahren in ihnen schlummert. Das ist da. Wisst ihr warum? Weil wir sind ein unbeschriebenes Blatt. Wir sind eine Wiese. Eine kahle Wiese, die aus der Welt kommt. Da sind Samen im Boden vergraben. Und es kommt nur darauf an, ob ich diese Samen pflege, ob ich genau diesen Samen gieße. Und wenn ich diesen Samen gieße, diesen Samen, dieser Samen, der im Boden versteckt ist, der darauf wartet, Wasser zu kriegen, wenn ich den mit den richtigen Informationen fütter, mit den richtigen Gedanken, fängt er an zu blühen. Es entsteht eine Blüte, kein Unkraut. Die wird immer größer, 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 größer. Yes, und ich stehe irgendwann da, ihr steht irgendwann da und denkt, Alter, das Leben kann so leicht sein. Alter, das Leben kann so easy sein, denn ich habe die Macht. Dir habt die Macht. Ja, wir haben sie. Niemand von außen kann das, können nur wir selber. Ihr könnt euch Informationen haben, umsetzen müsst ihr das. Es liegt in euren Händen jeden Tag, jeden Morgen. Könnt ihr das? Und wenn, ihr könnt auch genau das Gegenteil. Jetzt beweise ich euch das Gegenteil. Ich beweise euch jetzt live das Gegenteil. Und zwar macht ihr jetzt mal die Augen zu. Und jetzt denkt ihr an ein Höllenszenario. Jetzt denkt ihr an einen Tag, wo ihr Loser wart. Ihr denkt an einen scheiße unglücklichen Moment, wo ihr versagt habt, wo ihr abgekackt seid, wo es euch schlecht ging, wo ihr so in Tritt in den Sack bekommen habt, dass ihr am Boden wart, zerstört wart. Und jetzt macht ihr die Augen auf und fühlt mal. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich nicht gut an. Das ist kein Spaß. Und genau das ist das, was der Mensch in der Regel häufiger macht, wie das Gegenteil. Und du denkst jetzt, du darfst das nicht. Und du denkst jetzt, du kannst das nicht. Du denkst, das gehört sich nicht so. Warum nicht? Du hast doch das Potenzial. Wir haben doch das Potenzial. Warum nutzen wir dieses Potenzial nicht? Weil wir den ganzen Tag von morgens bis abends lieber in alten Verhaltensmuster verharren bleiben, weil wir den ganzen Tag lieber ständig grübeln und uns immer wieder Dinge vors Auge ziehen, vor unser geistiges Auge, wo wir versagt, gelust haben. Wir können 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag produzieren und davon sind 90% Kackgedanken. Und von diesen 90% Kackgedanken sind 80% immer wiederkehrende Muster. Immer wieder das ständige gleiche Hoch und Runter. Machen wir von morgens bis abends. Für was? Hilft es uns? Nein, hilft es nicht. Du hast die Macht. Wir haben die Macht. Wir haben sie in der Hand. Wenn du jetzt vorm Rechner sitzt, vorm Handy sitzt, Alter, was ist mit dem los? Mir geht's gut, Freunde. Mir geht's richtig gut. Ich habe so viel Energy. Das ist unglaublich. Auch ich habe es immer in mir schlummern gehabt. Ich habe es schon oft bewiesen. Aber ich habe auch meine Ups and Downs. Jeder Mensch hat seine Ups and Downs. Aber irgendwann nach einem Down kommt ein Up. Und für das Up, wer ist zuständig für das Up? Wir können warten, bis es alleine kommt. Können wir. Wir können uns aufs Sofa sitzen und beten, komm doch bitte. Wir können aber auch selber was dafür tun. Wir können selber dafür was tun. Denn wir haben diese Macht, Drogen selbst herzustellen. Haben wir. Dieses Potenzial ist in unserem Gehirn verankert. Dieses Potenzial ist in unseren Genen verankert. Leider benutzen wir es nicht. Warum? Weil wir uns lieber mit negativen Gedanken herumschlagen. Weil wir uns lieber mit Dingen beschäftigen, die uns wehtun. Weil wir lieber auf dem Ast sitzen und diesen scheiß verdammten Ast absägen, bis wir auf die Fresse fallen. Macht euch mal darüber Gedanken.
Denkt mal über meine Worte nach, was ich euch jetzt gesagt habe. Denkt mal darüber nach, welche Kraft in euch steckt. Denkt mal darüber nach, welche Macht ihr habt. Denkt mal darüber nach, welches Potenzial ihr habt. Denkt mal darüber nach, warum ihr bis dato dieses Potenzial nicht ausgeschöpft habt. Warum? Weil du davon überzeugt bist, dass du es nicht kannst. Weil du davon überzeugt bist, dass du es nicht drauf hast. Weil du davon überzeugt bist, dass deine alten Glaubenssätze, deine Spiegelung, dein soziales Umfeld, dass das Universum ist. Wer sagt dir, dass das richtige Universum ist? Nur du alleine sagst dir das. Niemand anders würde jemals diese Information in dein Gehirn einhämmern. Es gibt keine Spritze, wo das reingedrückt wird. Das bist du. Du mit deinen Glaubenssätzen, du mit deiner Spiegelung, du mit deinen Informationen, was du dir holst. Du holst dir die Informationen, was dazu führen, dass deine Glaubenssätze verankert sind, dass du es nicht kannst. Niemand anders, keiner zwingt dich dazu. Niemand. Nur du ganz alleine. Nur du ganz alleine sorgst dafür, wo du stehst. Nur du ganz alleine bestimmst deinen Weg. Es gibt einen Weg für dich, der ist vorbestimmt. Da musst du nichts dafür tun. Da musst du gar nichts dafür tun. Null. Nada. Du musst dich einfach nur treiben lassen. Und du wirst dahin kommen. Ob es dir Spaß macht, weiß ich nicht. Ob es dich glücklich macht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins. Dass dieser eine Weg, dieser vorbestimmte Weg, oftmals nicht der richtige Weg ist, erlebe ich jeden Tag. Und dass du an der Kreuzung, wo du dich jetzt gerade zum tausendsten Mal befindest, entscheiden kannst, gehe ich den automatisierten Weg, gehe ich den Weg des geringsten Widerstands, lasse ich mich treiben, lasse ich mein Gehirnmuster einfach machen, was es will, oder sorge ich durch meine Macht, durch mein Potenzial, mein Wissen, was ich mir auch noch aneignen kann, denn unser Gehirn ist formbar. Wir müssen uns mit dem Gedankengut, was wir jetzt haben, nicht abfinden. No, nada, sondern kann jetzt dafür sorgen, dass ich einen neuen Weg gehe und dieser Weg führt mich zu meinem Glück, zu deinem Glück. Dabei geht es nicht nur darum, dass du monetär erfolgreich sein sollst, darum geht es nicht alleine. Es geht letztendlich darum, dass du ein Leben hast, ein Leben vor dir und dass du jeden Tag einen Tag hast, den kannst du verfluchen oder du kannst ihn feiern. Du kannst jeden Tag Party haben, ohne Wein zu trinken. Du kannst jeden Tag Party haben, ohne Drogen zu nehmen. Denn du hast die Macht, deine Drogen, die dir gut tun, selbst herzustellen. Das ist meine Message an euch. Macht euch bitte darüber Gedanken. Wenn du jetzt gerade davor sitzt und du bist am Zweifeln an dir, du hast Ängste, ganz tiefe verankerte Ängste, Versagensängste, Verlustängste. Du bist vielleicht gerade dabei, deinen Job abzukappen. Du bist vielleicht gerade dabei, deine Beziehung zu verlieren. Du bist gerade dabei, auf kompletter Ebene zu versagen. Dann hast du jetzt eine wichtige Information von mir. Deine 1280 bis 1340 Gramm sind formbar. Im Boden in deiner Wiese sind noch ganz viele Samen. Die hast du bis jetzt noch nie gepflegt. Du hast sie noch nie gegossen. Die Chance ist da. Du bist der Herr. Du hast die Macht. Du kannst deine Drogen selbst erstellen. Du kannst für dein Glück sorgen. Du bist der alleinige Herrscher über dein Leben. Was du denkst, das bist du. Und mit diesen Worten möchte ich mich bedanken. Bei allen Zuhörern und bei jedem, der da draußen sagt, yes, es gibt einen Weg. Yes, man ist nie verloren. Yes, ich habe diese Macht in mir. Ich werde sie wecken. Herzlichen Dank. Hier war Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.